Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Recht warm heute, deswegen machen wir heute eine ganz leichte Sache, und zwar eine sommerliche Gyrosuppe. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. In einer Schale habe ich nun das kleingeschnittene Putenfleisch mit 2 Esslöffeln Gyrosgewürz und 3 Esslöffeln Olivenöl gemischt. In einem Topf wird nun unser Putenfleisch angebraten. Der letzte Rest Olivenöl, also sprich 1 Esslöffel, ist erhitzt worden. Dann kam das Putenfleisch rein und das darf jetzt schön anbraten. Nun kommen noch unsere Zwiebeln dazu, auch die dürfen schön mit anstiften. Dem Ganzen folgt unsere Ananas, auch die darf mit anspitzen oder schmoren und etwas zusammenfallen. Für 5 Minuten kommt nun der Deckel drauf. Sind um. Ich gebe nun unsere Ananas dazu. Das Ganze wird untergehoben und darf nochmal 2-3 Minuten mit köcheln. Und dann löschen wir das Ganze mit der Brühe und dem Limettensaft ab. Nun gebe ich dem Ganzen die Brühe hinzu. Der Limettensaft folgt. Ist Saft von einer halben Limette. Und nun kommt noch unsere Kokosmilch dazu. Die habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Und jetzt piepst es. Das Ganze rühre ich unter und dann darf es noch mal so 10 Minuten köcheln. Unsere Suppe ist nun fertig. Nun kommt die klein gehackte Petersilie dazu. Und das Ganze wird abgeschmeckt mit Salz. Ich habe schon mal geschmeckt, wirklich zu viel. Und Pfeffer. Das Ganze unterrühren und dann können wir essen. Ja, kurzes Fazit, leicht, locker, bekömmlich, bei den Temperaturen echt klasse, muss nicht immer so Gyros nach der altbewährten Art sein, da hat Anne wirklich eine gute Idee gehabt, schnell zubereitet, probiert es einfach aus, ihr werdet es auf keinen Fall bereuen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer Daumen hoch da, netten Kommentar, über ein Abo unten rechts, falsche Seite, unten rechts, würden wir uns freuen. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Genießt den Sonntag. Tschüss. Kühnes Kochkanal.